Dum, dum. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, wir züchten jetzt keine Eiffeltürme oder Big Bens, aber ich wollte ganz einfach mal kurz zeigen, die haben die Kinder zu Weihnachten bekommen und ich finde die Dinger so richtig geil und jetzt haben wir Abend, also ich habe jetzt kein Seitenlicht oder so, von daher kann man das jetzt am besten betrachten. Vorhin habe ich das mal als kleinen Clip vorab gemacht und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Hier jetzt die scharfen Chilis, diese kleinen, die hatte ich probehalber hier mal eingesät gehabt und die sind wirklich schon gewachsen. Und hier haben wir jetzt die beiden Löwenmäulchen, die wir jetzt pikieren, umpflanzen. Zum einen, damit sie sich besser entwickeln, zum anderen, damit auch die beiden hier sich in dem Behältnis besser ausbreiten können mit ihren Wurzeln. Klartext werden wir die also jetzt herausnehmen. Ich habe den Boden vorher ein bisschen angefeuchtet, dass also nicht zu trocken ist. Mal gucken, ob das jetzt so einfach gelingt hier. Ich will das ganz vorsichtig unterhebeln. Ganz vorsichtig. Ja, scheint ganz gut zu gelingen. Interessanterweise kommen immer noch neue Sämlinge von dem Löwenmäulchen hier auf, aber die wachsen sehr mickrig, sehr klein. Das Ganze war am 14.11. Am 14.11. hatten wir sie ausgesät. So, wir haben sie jetzt vorsichtig gelockert. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die einfach so hier herausheben können, denn die haben sehr feine Wurzeln. Und an den Wurzeln werden wir also nichts machen. Das lassen wir so, wie es ist hier. Das schneiden wir nicht zu dergleichen. Jetzt habe ich das hier schon mal leicht vorbereitet. Erde locker eingefüllt, nur ganz locker. Denn dann bekommt man hier in der Mitte sehr schnell ein kleines Löchlein hinein. So, und setzen wir die vorsichtig hier rein. Möglichst kleines Stückchen tiefer, als er vorher stand. Schieben die Erde zur Pflanze hin. Und drücken das Ganze dann ganz sanft an. Ja, das war es im Prinzip schon. Den anderen pflanze ich dann gleich alleine ein. Jetzt kriegt er einen kleinen Schluck Wasser. Und dann wird er unter Zusatzlicht gestellt, jetzt um die Jahreszeit, damit er sich auch dementsprechend weiter entwickeln kann. Ich bin gerade überlegen, ob man schon zurückschneiden, aber ich glaube, wir warten noch etwas, damit sich die Pflanze besser verzweigt. Wir warten mal noch. Lassen wir ihn erstmal so, wie er jetzt ist, einfach weiter wachsen. Ja, die dam, 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 dam. Kommen wir nochmal zu der kleinen scharfen Chili hier, beziehungsweise zu den beiden Pflänzchen, Sämlingen. Wir haben jetzt hier die beiden Löwenmäulchen herausgenommen und wir lassen jetzt auch nichts anderes mehr drin wachsen. Die anderen Löwenmäulchen, die jetzt noch hier wachsen, hier kommt auch noch ein kleiner raus, sehe ich gerade. Die werden hier drin nicht mehr groß werden sollen, dürfen. Jetzt ist die Erde schon einige Zeit alt, das heißt also im Klartext sind nicht mehr viele Nährstoffe drin. Da ich mir jetzt aber keine große Düngerlösung ansetzen möchte, da ich dann nicht weiß, wohin damit, denn die anderen Pflanzen sind alle schon gedüngt, werden wir heute mal etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, was ich mir aber theoretisch denke, dass das funktionieren wird. Wir haben hier ein Düngerkonzentrat, also einen richtigen Dünger aus der Flasche, ein Wattestäbchen und den tauchen wir jetzt kurz hier ein und lassen den sich vollsaugen mit dem Düngerkonzentrat. Jetzt natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht zu viel wird. Da werden wir mit der Zeit ein bisschen was ausprobieren müssen. Aber ich denke mal, dass das mit Sicherheit so funktionieren wird. Allerdings darf man sich übertreiben und ich sage es euch jetzt mal ganz klar, ihr macht das bitte nicht nach. Das hier ist ein Versuch, ein Test. Auch wenn ich weiß, dass es funktionieren wird. Aber nichtsdestotrotz, nicht damit ihr irgendeinen Fehler macht, pflanzen wir jetzt hier das Wattestäbchen rein und die Wurzeln von den Chilis, die können jetzt in diese Richtung langsam wachsen, denn die spüren irgendwann, die Nährstoffe verteilen sich hier in dem Raum, wo die Nährstoffe sind und wandern mit ihren Wurzeln dann dahin, soweit sie können und werden sich dann die Nährstoffe dort dementsprechend holen. Ja, soweit zur Theorie. Lassen wir uns überraschen, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Große Gefahr. Macht ihr das bitte nicht. Das Ganze teste ich jetzt aus, weil ich ein bisschen Erfahrung habe, sage ich mal so, und mir in etwa vorstellen kann, was geht oder nicht geht. Trotz alledem bleiben hier einige Fragen offen, zum Beispiel bei diesem Wattestäbchen. Kann es sein, dass die Watte anfängt zu schimmeln in der Erde oder, ja, ne? Es gibt halt so Sachen, wie man sich dann Gedanken macht. Wir müssen alles jetzt erstmal ausprobieren, austesten. Ich habe es bei einigen Pflanzen jetzt schon gemacht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Es ist in der Handhabung ganz einfach, für mich jetzt persönlich, weil wir viele Pflanzen haben, die unterschiedliche Mengen an Dünger brauchen zu unterschiedlichen Zeiten. Und ja, ich stehe dann immer da und denke mir, dünge ich jetzt oder dünge ich nicht? Und dann, ja, dann hast du die eine gedüngt und die andere nicht. Und dann weißt du nicht mehr, welche hast du gedüngt und welche nicht. Und der Vorteil ist hier, wir sehen einfach, hier, da steckt das Ding drin. Also der ist gedüngt worden. Und ja, das ist vielleicht, also für mich persönlich, dann in Handhabung einfacher. Ob das praktikabel ist oder nicht, das testen wir jetzt aus, denn das wäre richtig genial, wenn das funktioniert.
Von daher, ja, warten wir es einfach ab. Vor allem kann man auch mit unterschiedlichen Düngerlösungen dann arbeiten. Wenn man große Töpfe hat, wie diesen zum Beispiel, könnte man jetzt 3 oder 4 Wattestäbchen reinstecken von verschiedenen Düngern im Prinzip. Also man kann die Pflanze dann vielfältiger versorgen und vor allen Dingen wird das Ganze, ja, wie soll man sagen, je nachdem wie feucht der Boden ist, das heißt, wenn der Boden nass ist, verteilen sich die Nährstoffe, die Salze natürlich sehr schnell im Substrat. Ist der Boden relativ trocken, dann nur sehr langsam, das heißt also, der Dünger bleibt konzentriert an einem Fleck und wird nach und nach halt an die Umgebung abgegeben, was auch ein Vorteil ist für die Wurzeln. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Vorteil für die Wurzeln. Die Wurzeln wachsen ja auch zu den Nährstoffen hin. Und die Wurzeln können, wenn sie zu viele Nährstoffe gehen, auch verbrennen. Das heißt also im Klartext, wenn man jetzt ganz alte Pflanzen hat, wo der Topf komplett durch Wurzel ist, wird an der Stelle, wo man das reinsteckt, die Wurzeln verbrennen. Ist aber nicht ganz so tragisch, die Pflanze hat noch viel mehr Wurzeln im kompletten Topf, das heißt aber auch im Klartext, dieser Raum dort, wo die Wurzeln jetzt kaputt gehen, der kann später von neuen Wurzeln, die sich bilden, wieder genutzt werden, sobald die Nährstoffe dann dementsprechend sich verteilt haben oder verbraucht wurden. Also kann das auch von Vorteil sein bei alten Pflanzen, die dann komplett den ganzen Ballen schon gewurzelt haben. Aber das ist alles nur theoretischer Kram, den ich hier erzähle. Wollte ich eigentlich auch gar nicht erzählen, ich wollte das eigentlich auch gar nicht zeigen, aber das ist mir jetzt ja den ganzen letzten Abend und heute Morgen durch den Kopf gegangen. Das heißt, im Klartext für mich, ich filme das und dann habe ich es aus dem Kopf raus und dann werden wir das Ganze beobachten und ihr könnt dabei sein, das Ganze auch begleiten, ob das wirklich tauglich ist oder nicht. Macht ihr das bitte jetzt noch nicht. Ja? Es sei denn, ihr habt selber Erfahrung damit, beziehungsweise mit Düngern, wisst, was Dünger sind und wie das Ganze funktioniert, dann könnt ihr das gerne auch machen. Aber wie gesagt, ne, da gibt es keine Garantie für. Wir testen das Ganze jetzt erst aus. So, ich mache mir eben eine kurze Pause, damit ich mich wieder sammeln kann und dann schauen wir mal, was wir uns heute noch so ansehen. Die Granadilla, ja, sie leben noch. Das ist die Mutterpflanze, die wir damals ausgesät haben. Und ja, die stand hier im Raum, ist bis zur Decke geklettert. Dann haben wir sie zurückgeschnitten, haben davon Stecklinge gemacht, haben diese im Wasser bewurzelt. Die steht übrigens immer noch hier drin, bekommen auch alle 2-3 Wochen einen ganz kleinen Schluck Dünger mit ins Wasser rein. Also ein Dünger, nicht Konzentrat, sondern eine Düngerlösung, die wir angesetzt haben zum Gießen, zum Düngergießen halt. Ne? Und davon einen ganz kleinen Schluck hier mit ins Wasser rein, auch alle 2-3 Wochen etwa. Ja, die Granadilla, das ist eine richtig coole Pflanze. Einen von diesen Stecklingen hat man dann umgepflanzt und der sieht jetzt mittlerweile schon so aus. Ja, der steht unter Zusatzlicht hier und diese Pflanze, Mutterpflanze, steht im Badezimmer ohne Zusatzlicht, bekommt also ganz normale Tageslänge und dementsprechend auch wenig Licht, aber sie wächst prächtig. Also als Zimmerpflanze ist die Granadilla richtig cool geeignet, wächst natürlich extrem, wie wir sehen, also sie wächst richtig rasant. Die ist also von hier an gewachsen, dieses ganze Stück, mittlerweile im Badezimmer, wie gesagt, verbraucht unheimlich viel Wasser. Aber auch trotz alledem müssen wir darauf achten, dass wir nicht ersaufen. Also die braucht mehr Wasser als andere Pflanzen und ja, wie soll man das sagen, auch hier die Oberfläche abtrocknen lassen und dann erst wieder gießen, auch wenn die Pflanze unheimlich viel Wasser verballert. Ja, Granadilla. Ich bin mal gespannt, wie die im Sommer wachsen wird. Allerdings muss die im Sommer nach draußen, bei uns zumindest. Wir können sie natürlich auch als Zimmerpflanze weiterhalten. Allerdings weiß ich nicht, wo die hinwachsen soll. Die wächst so extrem, die würde komplett ja, irgendwann das ganze Zimmer einnehmen. Hätte man einen riesen Dschungel. Vielleicht auch nicht verkehrt, aber naja. Die kommt auf jeden Fall nach draußen, wird dann in einen größeren Topf gesetzt im Frühjahr, wenn es warm genug ist. Bei welcher Temperatur weiß ich im Moment noch nicht, aber ich denke mal so, ja, es sollte nachts nicht unter 10 Grad sein, denke ich mal. Ansonsten leiden die Pflanzen wieder, gehen dann zwar nicht kaputt, aber die leiden dann. Und von daher stellen wir sie erst nach draußen und pflanzen da draußen, voraussichtlich auch in einen Topf, wobei man sie auch in den Garten pflanzen kann, wenn es warm genug ist. Und man sie im Herbst dann wieder ausgraben kann, zurückschneiden und wieder einpflanzen kann. Also die Granadilla ist richtig unempfindlich und macht ganz schnell Wurzeln. Von daher ist mit der einiges möglich als Pflanze im Zimmer und voraussichtlich dann auch draußen. Draußen haben wir sie bisher noch nicht gehabt, aber sie wird nach draußen kommen. Und ich bin echt gespannt, wie die sich dann im Laufe des Sommers entwickeln wird und ob sie gegebenenfalls auch blüht. Ja, die ist dann jetzt etwa 1 Jahr alt bald und ja, lass uns überraschen, wie sie dann dementsprechend weiter wächst. Dann haben wir noch die, meine Güte, ich könnte euch so viel zeigen hier. Jesus und Maria. Die Litschi. Litschi. Die haben wir aus dem Behälter, sorry, rausgenommen. Aus unserem Terrarium, aus unserem Gewächshaus. Und direkt eingepflanzt. Sie steht unter Zusatzlicht, warm im Raum, ohne zusätzliche Luftfeuchtigkeit. Und die
anderen, die Geschwister davon, die sitzen alle noch hier in dem Kasten drin, standen bis gestern noch auf Heizung. Heute habe ich mich dazu entschieden, sie runterzunehmen, nicht weil es nicht gut ist, die können auch weiterhin darauf stehen bleiben, natürlich was drunter, ganz klarer Fall, damit es zu heiß wird, aber sie brauchen einfach mehr Licht, denn die wachsen unheimlich schnell jetzt und ich zeige euch mal eben den kleinen Unterschied und dazu werde ich den Kasten aufmachen und mache eine neue Einstellung. So, mal sehen, ob wir das so hinbekommen. Das sind jetzt die Litschi, die unter hoher Luftfeuchtigkeit und warm stehen. Wir stehen jetzt bei Zimmertemperatur und das ist halt die Litschi, die wir vor kurzem rausgenommen haben und die ist, ja, das kann man so etwa sehen, also wesentlich kleiner, steht natürlich unter Zusatzlicht und deswegen wächst sie auch nicht so in die Höhe. Diese bekommen kein Zusatzlicht und deswegen schießen die jetzt extrem in die Länge und sie wachsen alle unterschiedlich. Also das ist echt ein Phänomen, nicht jede Litschi wächst wie die eine oder andere, sondern jede für sich selber ganz anders. Am besten hole ich das mal kurz in Nahaufnahme, damit wir das hier im unteren Bereich uns mal kurz angucken können. Ich filme das jetzt mal freihändig, ist nicht ganz so einfach. Hier ist jetzt ein Nachzügler gekeimt. Ja, der wächst komplett anders. Also der scheint irgendwie kompakt und ja, mehr mickrig zu wachsen, was aber auch nicht ganz so schlimm ist. Mal gucken hier unten, da kommt auch noch irgendwas raus. Seitlich. Ja. Ja, mal gucken, wie der sich hier weiterentwickelt, denn die anderen sind ja alle schon wesentlich größer. Und auch hier, ich sag mal, der wächst jetzt normal. Hier hinten ist einer. Kriege ich das hier überhaupt so alles drauf? Mal gucken, da. Hier kommt im unteren Bereich zwei Seitentriebe heraus. Was bei den anderen nicht gegeben ist. Also die anderen, die wachsen alle eher in die Senkrechte und machen dann oben das erste Blatt. Und der kommt tatsächlich hier unten. Also bildet der zwei Seitentriebe, so wie es aussieht. Also jeder Samen keimt irgendwie doch ein wenig anders. Ja. So sehen die Blätter mittlerweile aus. Mal gucken, kriege ich das so hin? Nee, kriege ich nicht. Machen wir eben eine andere Einstellung. Meine Güte, das ist ein Hampelheim. Muss ich immer wieder Neues einfallen lassen. Machen wir das einfach jetzt mal so. Ja, so sehen die Blätter jetzt aus. Also sie bilden immer ein Blattpaar, das sich dann ausbildet. Und hier in der Mitte ist eine kleine Knospe. Und die wird dann irgendwann wieder anfangen zu wachsen. Allerdings werden diese Blätter jetzt erstmal ausgebildet. Also die bis sie ausgereift sind. Und dann fängt die Pflanze erst weiter an, in die Höhe zu wachsen. Und das ist eigentlich bei allen hier identisch. Die sehen eigentlich alle gleich aus, außer dass der jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt ist. Aber doch interessant zu beobachten, das Ganze, wie sie sich jetzt auch unter diesem ja, tropischen Klima im Prinzip weiterentwickeln. Wir werden das Gefäß auch gleich wieder verschließen, damit sie hier dann dementsprechend hohe Luftfeuchtigkeit haben. In der Hoffnung, dass es uns gelingt, die Litschis auch mal größer zu bekommen. Die Litschi. Mal eben kurz den Kokedama nass machen hier. Wir haben nämlich morgens, eigentlich filme ich morgens nicht, sondern erst ab Mittag. Aber heute hat sich das so ergeben. Ist auch für mich mal eine andere Situation. Aber was soll's. Ja, Mini-Gewächshaus. Diese Dinger sind also richtig geil zur Anzucht von Pflanzen. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, wann vereinzeln wir die Dinger? Sollen wir sie vereinzeln oder soll man dann den Kram einfach hier drin wachsen lassen? Das Ding wird irgendwann zu klein werden, ganz klarer Fall. Die Blätter werden ja auch größer und klatschen dann irgendwann an eine Wand und das ist nicht so gut. Dann kann das Ganze für die Blätter, sage ich mal, ja, ein bisschen problematisch werden, weil die dann ständig nass sind und das ist nicht so gut. Die sollten also auch abtrocknen können, die Blätter. Von daher müssen wir uns da was einfallen lassen. Entweder besorgen wir uns andere Behältnisse, die etwas breiter sind. Oder wir vereinzeln sie tatsächlich und setzen gegebenenfalls hier oben einfach nochmal einen drauf. Lassen im Klartext, wir schneiden das hier oben ab und setzen dann oben drauf nochmal so ein Ding. Natürlich den Boden dann auch abschneiden, wenn es darauf hat. Und verkleben das Ganze und ja, gucken. Ja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Bisher ist das alles noch theoretisch. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist ja schon mal interessant, dass wir es geschafft haben, dass sie sich hier drin so prächtig entwickeln, dass das funktioniert. Das ist schon mal gut. So, und wie die andere sich weiterentwickelt im Zimmer, werden wir bei geraumer Zeit sehen. Aus Erfahrung weiß ich zumindest, dass die Litschi in der Regel bei normaler Raumluft, Zimmerluft, Temperatur, tralala, Licht, lalala, nicht überleben. Irgendwann fangen einfach an, die Blattspitzen braun zu werden. Der eine oder andere kennt das von euch schon. Irgendwann fallen die Blätter ab und die Pflanze wächst einfach nicht mehr weiter. Exitus, Ende, Feierabend. Warum das so ist, ich weiß es noch nicht. Bisher scheint es unter dem tropischen Klima zu gehen, wobei die natürlich jetzt noch relativ jung sind. Dann müssen wir abwarten, also müssen auch wirklich älter werden, damit wir das dementsprechend dann sagen können, ob das wirklich so funktioniert unter diesen klimatischen Bedingungen, was dann natürlich schwierig wäre, weil wie gesagt, umso größer die Pflanzen werden, umso größer müssen dann auch die Gewächshäuser werden.
Aber auch da gibt es Möglichkeiten, von daher, warum nicht? Naja, warten wir es einfach ab. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Dennis Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen, Experimenten und was ihr sonst noch so macht. Und ja, ich glaube, wir warten alle so ziemlich endlich, dass der Frühling kommt, auch wenn wir noch Winter haben. Ich denke mal, der ein oder andere kann es mit Sicherheit auch von euch nicht mehr abwarten. Also ich wünsche mir, dass es jetzt bald warm wird, damit wir auch draußen weitermachen können. So, bis zum nächsten Film. Ciao, ciao. Ja, Pflanzenwelt 2017.